Hallo. Heute ist der 31.10.2020. Für viele ist heute Reformationstag und Feiertag. Genießt den. Ich mache ein Video, um euch zu informieren. Viele waren vergangenes Wochenende bis in den Montag hinein mit dem Schlepper unterwegs und haben demonstriert. Und haben vor ihrem Recht Gebrauch gemacht. Und das ist gut und richtig so. Was gibt's jetzt zu berichten? Es gibt die Zusage von Lidl, von der Schwarzgruppe, zu einem Gespräch für Anfang kommende Woche, 1. Novemberwoche 2020. Ich sage das bewusst so, weil viele schon wieder sagen, ja irgendwann. Nein, für kommende Woche. Edeka genau das Gleiche. Für kommende Woche Gesprächszusage. Gestern Abend habe ich und Frank Böker einen Anruf bekommen vom Unternehmenssprecher Aldi Nord, vom Herrn Scholbeck. Der hat mit uns beiden telefoniert, hat uns beiden angeboten, eine Wertschätzungskampagne öffentlich mit Aldi. Das finde ich gut. Das kann eine Win-Win-Situation sein. Aber es darf nicht sein, dass wir als billige Werbemaskottchen auftreten. Und ich habe ihm auch gesagt, dass wir über die Wertschöpfung sprechen müssen. Und dass ich diese Einladung schriftlich haben möchte für den LSV Deutschland. Ich habe jetzt heute Vormittag, nicht ich, sondern LSV Deutschland, die Zusage bekommen per Mail für eine Videokonferenz in der kommenden Woche. Sie bitten darum, dass wir Ihnen einen Terminvorschlag machen. Das ist das, was wir haben. Nicht mehr und nicht weniger. Und die Information, die ich euch jetzt in diesem Video gebe, das ist das, was wir haben und Ende. Da kann man jetzt spekulieren oder auch sonst wieder was machen. Wir haben jetzt 1:1 alles wiedergegeben. Das haben wir im Vorstand so besprochen. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir werden diese Gespräche nächste Woche wahrnehmen und werden euch auch dann berichten, was damit passiert. Also was dabei rauskommt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sollten mal durchatmen. Ich genieße nicht, das ist kein Erfolg, ich genieße es auch nicht, sondern ich gehe da, oder die Leute, die da die Verantwortung tragen bei diesen Gesprächen, werden sicher alles geben für die deutsche Landwirtschaft, weil deshalb sind wir letztes Jahr aufgestanden. Macht's gut und Daumen hoch. Es wird.